Hallo. Ich konnte in der Vergangenheit, in der Nacht, konnte ich gar nicht schlafen. Deswegen, ich bin normalerweise jetzt um 11 Uhr wach, wegen Jetlag. Ich möchte jetzt in einem Ladenlokal eine heiße Nudel essen, damit es frühstücken mit Mittagessen. Ich bin jetzt bei einer Spezialität heiße Nudel Ladenlokal. Zum Beispiel, wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich immer das Essen in China. Deswegen, wenn ich in Yulin bin, meiner Heimatstadt, möchte ich jeden Tag verschiedene Essen essen. Dann ich zeige euch, was wäre dann ein Lokal ist hier. Hier ist ein kleiner Ladenlokal und dann das ist Guangxi Spezialität, heiße Nudeln. Es ist ein bisschen ähnlich wie vietnamisch Restaurant. Es gibt auch für heiße Nudeln. Und solche Nudeln ist ein bisschen scharf. Man kann auch in Deutschland kaufen, zum Beispiel bei Asien Supermarkt. Das ist es wirklich, wirklich sehr lecker. Das ist so. Und es gibt Erdnuss, Pilz, es ist Tofu und das ist Reisnudel. Und dann es gibt auch andere Gemüse, zum Beispiel Senf. Ja, Gemüse. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Bei dieser Ladenlokal gibt es immer jeden Tag viele Menschen. Mal schauen. Okay. Und diese, es kostet nur 9 Yuan. Das bedeutet, es kostet nur ungefähr 1,20 Euro. Das ist sehr günstig und sehr lecker. Dann möchte ich jetzt probieren. Es ist ein bisschen scharf und es ist heiß. Normalerweise die Chinesen möchten immer heiß essen für das. In China, wenn man heiraten möchte, die Bezug für die Decke muss chinesisch Hotte sein. Deswegen heute muss ich eine Hotte Bezug einkaufen. Ich bin hier jetzt, deswegen einmal umschauen. Dieser Geschäftsladen ist normalerweise muss man eine solche Bezug einkaufen für das Bett. Das ist bedeutet Glück. Ich habe diese geholt. Es kostet ungefähr 100 Euro. Hier ist ein Bushaltestelle in Yulin. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf das Bus und die Ticket kostet 2 Yuan, also ungefähr 30 Cent, oder? Ja. Ich habe schon gesagt, es gibt viele Nachessen in meiner Heimatstadt und wir essen heute Griechenland.
gedreht Fisch. Zeig mal. Es ist schon 11 Uhr in der Nacht und es gibt viele Straßenessen in Wien. Und die meisten, die sind auch Reisnudeln und dann bla bla. Es kommt nicht so teuer, ungefähr 1 Euro. Das ist sehr lustig. Und dann Menschen, die kochen so. Das kann man nicht. Das ist lustig. Und es gibt auch die Menschen, die hier Obst verkaufen. Es ist Sonne in der Nacht. Ich laufe, spazieren gehen.